schlecht, Massengewissen und der Batschenflack. Auf die Straße gewissen, steht die Dame schon zu zeigen, dass sie diesen Kerl nicht wollen. Doch ist es nicht das Mindeste, was wir tun sollen. Was ist wahr, dass die ganze Welt das Wort entwickelt? Sobald die Welt macht, kann der Mensch scheißen. Denn die Wahrheit, die lässt sie nicht aufhalten. Niemals durch Lug und Betrug. Die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten, niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schall und Rauch aufsteigen, dann sehen alle, was die Wahrheit ist. Wir sind die Letzten, die immer noch die Wahrheit sagen, in diesen dunklen Tagen immer noch zu fragen wagen. Ja, wir holen die Themen ans Tageslicht und darum sagen sie, die Bandbreite mag ich nicht. Die Tabus, die gibt es und die gab es nicht. Wir sezieren gnadenlos, was hier im Argen liegt. Wir sind die krasseste Band dieser Republik. Sie lügen wie gedruckt, wir retten wie ihr lügt. Antisemit nennt sie mich wie Aufstein. Und wenn Günther Grass es ist, muss ich jetzt wohl auch sein. Laufen, inflationieren sie den Begriff, belegen damit jeden zweiten Friedensaktivist, relativieren doch damit, ganz klar, die Nazi-Morde, weil alle Judenhasser sind für Bruder und Konsorten. Und sofort statuieren sie ein Exempel, denn hier begehen alle Dissidenten diesen Stempel. Und meine Band wäre schwer homophob, komisch, keiner meiner schwulen Freunde sieht das so. Verlogene Trolls, die mal gar nichts kapiert haben, gehen uns auf den Sack wie Pädophile auf Zira. Wir sind am stärksten gehasst und am stärksten geliebt, weil ihr das Herz obsiegt, obwohl der Schmerz überwiegt. Wir sind die Abrissbirne für dein Weltbild, mir egal, ob du die rote Pille selbst willst. Denn die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten, niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schall und Rauch aufsteigen und sehen alle, was die Wahrheit ist. Willkommen im Faschismus der schönen BRD, die so tut, als wäre die Vergangenheit was seh. Doch immer lebt der Glaube, dass wir die Guten wären. Doch betrügt der Schein wie Lügner zu Gutenberg. Ja, Zensur passiert doch nicht mal durch den Staat. Unisono lügt das Medienkonglomerat. Ja, was denkt ihr, machen diese Huren da? Bertelsmann, Springer, Holzbrink und Burda. Ey Kurva, willst du nicht begreifen? Sieh dich um, alle schreiben sie das Gleiche. Hey, Goebbels wäre stolz auf diese Leistung. Gleichschaltung wie im Dritten Reich. Und sie machen uns die Kriege wieder schmackhaft. Für den Frieden, wie sie sagen, dieser Abfuck wird geschluckt von der ganzen Nation. Sie geben den Takt und wir tanzen dazu. Glaubst du wirklich, eine dieser vier Parteien kann was ändern an dem Zustand? Mann, ich sage nein. Und den Kleinen, den schützt man die Flügel. Die Opposition trägt man kurz an den Zügel. Das Übel, Piraten und die Linke werden durchfrisiert. Sollte sich der Wähler an der Urne doch verlieren, sie werden sie sezieren und unterwandern, bis sie die gleiche Meinung haben wie die anderen. Denn die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten, niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schall und Rauch aufsteigen, dann sehen alle, was die Wahrheit ist. Parlamentarismus ist nicht praktikabel, bei der Qualität dann, Parlamentariern. Wann wird euch endlich klar, dass ihr in einer Lüge lebt? Al-Qaida heißt es freie syrische Armee, gegen irgendeinen linken Jugendverband. Von Antideutschen unterwandert oder überrannt. Hätte es nicht mal so, dass es wirklich viele sind. Es sind nur zu viele der Guten auf beiden Augen blind. Symptomatisch für das, was tagtäglich Eintracht zerschlägt, man ist nicht mehr beweglich. Eingestürzt im Korsett der Political Correctness. Verängstigt wie ein kleines Kind, das ins Bett nässt. Bei dem Zustand unserer Presse vergesse ich mich. Nur in meinem Spiegel sehe ich nicht, dass er hässlich ist. Grässlich ist wie Qualitätsjournalisten das Wissen in dieser Republik überlisten. Und hey, ihr seid live dabei mit der Bandbreite. Die Letzten, die hier noch die Missstände anzeigen. Brandmarken, Schandtaten, zeigt's auf den Landkarten. Nennt euch die Namen der Korsaren und der Landratten. In diesem Land hatten zu viele zu lange Sagen. Eingeschnürt in US-amerikanischen Korsagen. Doch egal, Mann, wie stark sie uns bekriegen,
Ihr könnt uns töten, doch die Wahrheit wird siegen, denn die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten, niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schall und Rauch aufsteigen, dann sehen alle, was die Wahrheit ist. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, niemals durch Lug und Betrug. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufspalten, niemals durch Zensur und Verbot. Ja, die Wahrheit, die lässt sich nicht aufhalten, sie kommt irgendwann ans Tageslicht. Sie wird auf einmal aus Schall und Rauch aufsteigen, dann sehen alle, was die Wahrheit ist. Deshalb bleibt wachsam, lest die Medien, die wirklich kritisch sind und nicht diesen Mainstream-Kack. Ja, da wird nun versucht zu denunzieren und die Wahrheit wird ausgeblendet. Danke für eure Aufmerksamkeit.